Okay, one balik dürüm? Yes, okay. Balik dürüm. Balik dürüm. So Freunde, guten Morgen. Wir starten unsere neue Episode mit einem Kebab-Hunt hier in Istanbul. Wir machen hier gerade Fischdöner. Schau dir das mal. Wir haben hier Makrele, glaube ich, aus dem Bosphorus. Da drauf kommt Tomatensauce, wir haben Zwiebeln, Chilis, Tomatoes, Salat, bisschen Zitronensaft. Das Ganze kostet 140 Lira. Ist okay, mit einer View auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bin hier in so einer Art Filmkulisse oder something. Oder irgendwas, something, sag ich schon. Mich schon mit meinem Englischen. This is movie? Kino? Cinema? Karaoke. No, here is movie. Kamera? Film. Dizi. Film. Which film? Turkish film? Turkish film. Ah, okay. Do you know which film? Yes. So, I'm in a Turkish Hollywood. Turkish Hollywood, yes? So, die grillen das hier auf Holzkohle. Direkt auf der Promenade. Sieht ein bisschen sketchy aus, aber wird wahrscheinlich gut schmecken. Ich habe schon viele Leute gesehen. Ah, der hat mich komplett eingesaut hier mit Granatapfelsaft. Ja, gut. Ich habe viele Leute gesehen, die hier auch das gegessen haben. Ich hoffe, ich werde nicht krank davon. Aber es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus und schmackhaft. Weil hier kommt der Boss und wechselt gleich Geld. Yo, money boss. Okay, so we have 100 tip. Okay, no problem. No tip. Little bit tip. 100 yes. Fish. 100 fish. Fish money. Okay. Fish money. 50 euro. Yes. 1000. Okay. 500. Okay. 100 yes. No problem. 140 change. Okay, no problem. Fish okay. Money is always good. Do you have the granate apple sauce here? Have you water? Agua? Water, no water. Agua? No? Water. I'm good, Yapa. Really good. World number one. Okay, number one. So, actually, really good. Me from Germany, Almania. So, Freunde, das erste Mal Fischwrap oder Fischdöner probiert hier in Istanbul. Habe ich tatsächlich nirgendwo anders auf der Welt gesehen, auch nicht in Deutschland. Aber schmeckt auf jeden Fall ganz gut. Muss ich sagen, ich habe ein bisschen Schiss gehabt, aber ein paar Leute standen hier und haben sich den schon vorher geholt. Und ich bin hier mitten in so einer Filmkulisse. Die drehen hier wohl irgendwie einen türkischen Kinofilm oder so. Und die ganzen Schauspieler haben sich auch gerade den Fischdürüm reingehauen. Fotomodel. 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 You're from Istanbul? Siverek. Where is this? Black Sea? Şanlıurfa. Black Sea or? No. Not too much, not too far away. Don't understand. No problem. Okay. Leute, ich glaube, wir haben echt einen geilen Spot gefunden. Gerade hier mit den Chilis und dieser Makrele innen drin. Sehr, sehr scharf, aber übelst lecker. Und das Ganze hat mich jetzt, weiß nicht, vielleicht 3 Euro gekostet oder so. Frisches Essen, direkt mitten im Geschehen. Man kommt ja auch direkt in Kontakt mit irgendwelchen Leuten. Mir wurde auch gerade schon Chai angeboten, aber ist die Kamera gerade ausgegangen. Mal gucken, ob wir hier nochmal einen Chai uns abstauben können gleich. Ich glaube, heute wird eines meiner Lieblingsvideos gedreht. Dönerhand. Ich habe noch ein paar Orte in Aussicht. Vorher gehen wir gleich noch mal kurz über die Brücke zur Hagia Sophia. Ich war noch nie da drin. Will ich mir unbedingt mal anschauen. You tried this? Yeah? No? You don't like? No, don't like.
is old. Yeah? Oh. Thank you. It's very old. Really? Okay. Oh, thank you. Hopefully my stomach won't hurt. It's mackerel, huh? Yeah. You're working here for the movie set? Yeah. Ah, okay. What kind of movie is it filmed? Maybe 2 weeks after is television. Television? Okay, like TV series. Not cinema. No, TV. No, TV. Okay. TV. Interesting. Sugar. Yes. I go for this. Sugar and this one, yeah. Testicular. Sadece gitti şey seti. What is your job here? I know is working. Catering. This. Ah, okay. This one working. Okay. For driver. Ah, driver, nice. So Leute, ich weiß nicht, ob wir einen guten Deal gemacht haben. Ein Kollege hat gerade gesagt, dass er alt ist, der Fisch. Aber mal schauen, ob wir morgen Stomach Problems haben. Der Schickele. You will be also a movie star. Yeah. Yeah. Not driver, but maybe in months you'll be a movie star. German television. Ah. Let's see. Der Schickele. Yeah, YouTube Kanal. Yeah. I give you my name. You know German a little bit? So. German, do you know German? No. Yeah. Patrick. There we go. Abonne Olun. Okay. One more subscriber. Teşekkürler. What is your favorite place in Istanbul to eat kebab? Döner. Döner, where? What's the best place? Oh, every time. Everywhere? Yeah. Not old meat? Oh, no. Only fish old. Yes. Okay. It's coming to Norwich, no? Oh, Norway. Yes. Okay. Really? Not Bosphorus? No, Bosphorus. What? This is coming to Norwich. Ah, okay. This is why it's old? Yeah. Okay, understand. Fish is... Levrek is... Okay, yeah. Lüfer is okay. Ama this sumru. Okay, good. I will remember for next time. Hopefully tomorrow is good. Urfa kebab, yeah. Adana kebab, döner kebab is good. Okay, we should go for this one. Everything. Okay. Actually, I feel good. I feel okay. You're making me scared. But actually, let's see in a half an hour. Oh God. Jetzt machen wir mir ein bisschen Angst hier, dass ich gleich einen Kotzeregen kriege. Aber mal gucken. Normalerweise so 30 Minuten, dann fängt es an. Hatten wir schon mal in Mexiko die Panikattacke durch. Ich wünsche es mir nicht nochmal, aber wer weiß. Angesichts dessen muss ich aber sagen, hat trotzdem gut geschmeckt, also war nicht schlecht. What's your name? Orhan. Orhan. Patrick, was nice to meet you. Okay. Okay. See you. Thank you so much. Huh? See you tomorrow. Okay. Guys, bye-bye. Bye-bye. Have a good job. Teşekkürler for the tea. You are what? Bizi çekmedi. Bizi çekmedi? What is it? Türkiye'ye gelip bizi çekmedim. Çok güzel ya. Ciao. Leute, jetzt habe ich ein bisschen Angst, wenn er mir sagt, dass der Fisch alt ist, weil ich mir da schon wieder reingefahren habe. Ich dachte mir so, ach komm, die Jungs sehen nett aus, da essen auch ein paar von den, von den Schauspielern. Ja, mal gucken, ich lasse mir jetzt keine Angst generell machen, aber vielleicht hat er recht, vielleicht auch nicht. Wir werden es gleich im Video erfahren. Auf jeden Fall laufen wir jetzt einmal hier über die Galata Bridge, es sind ganz viele Restaurants. Die Jungs von oben angeln, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Du musst aufpassen, dass du nicht einen
Angelhaken vors Gesicht kriegst. Und dann werden wir die Hagia Sophia besuchen. Die Kirche bzw. die Moschee, von der ich euch letztens berichtet habe im letzten Video. Und dann sehen wir uns gleich drüben. Oh, small fish. Şimdi geldim, daha yeni geldim. Small, eh? Mackerel? Mackerel? Is it mackerel or? Isavit. Isavit, okay. I have to check. From Germany. Germany. Yeah. You? Istanbul. Turkish, yeah. Yeah. What is the typical fish from here from Bosphorus? Yeah. This stomach. One? Okay. And you just fry it in oil. Yeah, fried. In oil. Okay. Nice. It's really quick. Sometimes there are a lot of fishes yeah. here. Yeah. Sometimes little. Yeah, but today is good. Just here, 5 minutes ago. Okay. We come here. Okay. I saw a guy there on the side, and he put like this kind of fish, really yeah. really big. A lot of kind of fishes yeah. here. Yeah. It's a beautiful view. How long do you stay here? When you come? 3 hours? 5 hours. 5 hours. Hours. Okay. It does work. Nice. We work tomorrow or not. Yeah. If you don't work. What do you work? We have a textile company. Ah, okay. Like this one. Yeah, nice. One. You have like a card? I don't have a card. Okay. But if you want, I give you my phone number. If you yeah, that's good. Interested in textile? Yeah, I have a t-shirt company. Ah. Yeah, in Germany. Really? Yeah, maybe we get a deal. Of course. Let's Why see. Not? Yeah. What is your name? Erhan. Erhan. What's your name? Okay. Patrick. Patrick. Yeah, nice to meet you. We have more. We have, if you want, cheers. All good. Beers. Thank you. Beers? Yeah. You have beers? Yeah. Let's go for a beer. Wow. That's a good shot. Is this parking? On the street? Yeah. Police say no? It's okay? Just if you police comes. Yeah. 300. 300 lira. Yeah, lira. Okay, that's okay. It's okay. No problem. No problem. I don't want a ball. Yeah. It's cheaper than parking. Yeah. Hey, take it. Teşekkür ederim. Oh, he got some. Yeah. Full. My brother. Full. Four pieces. Geldi sana, vurdu. Sen attı, kapattın ya. So, bald wisst ihr, woher unsere Getaway Club Klamotten kommen. Vielleicht haben wir einen neuen Produzenten gefunden. Ah, nice. Big ship. Hey, teşekkürler.
Nice. Cheers. Cheers. Güle güle. Or no, güle güle is şerefe. Şerefe. Exactly. Şerefe. Tuborg is good. Yeah. Is it actually allowed to drink in public? Or allowed? Yeah. Okay. In some countries, it's not allowed in public, only in bar. If you don't shout. Okay. It's so good. Okay. Wow, he's making the shrimps inside. You don't smoke, I think. I don't smoke, no. I only drink beer. He's catching on shrimps. Yeah. Sometimes there are big fishes here. Ah, okay. And he catches with the shrimps then? They will try to catch big fish. Okay. About 1 kilo. Wow. Okay, let's try. Let's find out. It's hard, but it's a chance. This year, there is no big fish. Normally, last year, we catch big fishes. Like, really? Yeah, in here. Too many fishermen. Most of them not professional, just spend time. Yeah, just for relax and conversation. How long have you will be here? Me? Until Sunday. Sunday. Only short. Yeah, 2 more days. Next time, let me know. I text you. Yeah. Yeah. Perfect. I will help you. Sure. We can check out your factory then. But first we have to... we've write a message on WhatsApp. Let's see if the gentleman can find... Takes long time? Okay. Maybe 2 hours, 3 hours. How many beers time? 3 beers. If you come... Let's see. No. If you come after 7, there are no space here. No space? Okay. So you will reserve your space here. Okay. So I come back at 7, my place is reserved, and I bring more beer. Yeah. Good plan. Erhan, see you in 7. See you. Bye bye. What kind of beer you like? Tuborg or Efes? No, enough. Enough? But you have driver. Yeah, nice. My wife. You will kill. Okay, see you in a bit. Leute, ist ja lustig, ey. Manchmal lernt man echt coole Characters kennen. Direkt nochmal hier so ein Bierchen abgestaubt. Und wir werden gleich nochmal vielleicht gucken, was er sonst gefangen hat. Aber wir haben noch eine Mission. Kebab Hunt und vielleicht Hagia Sophia. Let's see. Auf jeden Fall stehen hier schon viele Leute, ey. So Freunde, ich habe es geschafft zur Hagia Sophia Moschee mittlerweile. Früher, wie gesagt, war es eine Kirche des Römischen Reiches, später griechische Orthodox, sehr prägsam bezüglich der Kuppeln. Und als die Osmanen hier Konstantinopel eingenommen haben, haben sie die Minarette dazu gebaut. Und daraus eine Moschee gemacht. Sehr interessantes Gefühl, vor allem, wenn man zwischen zwei Moscheen steht. Da vorne ist auch noch, ich glaube, das ist die blaue Moschee. Und die Muezzine rufen sich während der Gebetszeit gegenseitig zu. Und wenn man da innen drin steht, mittendrin, gibt es schon irgendwie ein crazy
Gänsehaut-Feeling. Und ich guck mal, ob wir irgendwie ein Ticket ergattern können und reingehen können. Ich glaube, das wäre auch mal interessant zu sehen, wie die Hagia Sophia aussieht. Also Freunde, wie ihr seht, die Schuhe muss man hier ausziehen. Wir sind natürlich in einer heiligen Stätte gerade, der Muslime. Und diese Kirche oder diese Moschee hat so einiges in ihrem Zeitalter erlebt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber hier sind tatsächlich noch ein paar Einkerbungen. Und das sind Graffitis der Wikinger, die hier mal zu Besuch waren. Ich weiß nicht, ich kann das glaube ich nicht gut entziffern, aber man sieht die überall. Und das sind Hinterbleibsel der Wikinger, die tatsächlich hier noch ihre Hinterlassenschaften gelassen haben. Ja, wahrscheinlich heißt es Ragnar war hier oder sonstiges. Aber das zeigt auf jeden Fall, wie viel Geschichte einfach hier in diesem Gebäude steckt. Sehr interessant auf jeden Fall zu sehen. Vor allem oben sieht man tatsächlich noch die Deckenmalerei aus dem Römischen Reich. Überdeckt oben mit der goldenen Kuppel, mit osmanischen Elementen. Und natürlich hier auch arabischen Schriftzeichen. Wow! Wir haben es geschafft, Leute, und sehr imposantes Gebäude auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen weiter mit unserem Market-Hunt, mit unserem Döner-Hunt. Und das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Für mich auch das erste Mal hier. Sehr interessant, sehr imposant und schön irgendwie Teil wieder der Geschichte irgendwie zu sehen, die hier in Konstantinopel stattgefunden hat. Excuse me. So, Schuhe sind nur noch am Start. Let's go. Weiter geht's. Ich wollte es euch kurz zeigen. Es ist super interessant, solche historischen Gebäude mal zu sehen. Ein bisschen was von der Geschichte zu sehen. So habt ihr auf jeden Fall ein paar Infos von mir. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Jetzt geht's weiter. Hello, whatever. Is it possible to get the chai and nargile? Yeah. Okay. One chai and the apple nargile. Apple, okay. I sit down. Okay. Oh, cutie. Oh Gott, wie süß ist das denn bitte? Wer bist du denn? Super klein. Too cute. Oh my god. Teşekkürler. Thank you. 5 minutes, okay? It's okay, thank you. So Freunde, wir haben uns einen türkischen Chai bestellt. Ich dachte, nach der ganzen Exploration brauche ich ein bisschen was zum Trinken. Gestern habe ich wenig getrunken, deswegen hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ich habe einen coolen Platz gefunden, direkt an der Hagia Sophia. Man läuft hier so ein bisschen runter die Straße und man hat hier viele schöne Sitzplätze, muss man sagen. Hier mit so ein bisschen so Teppich oder weiß nicht, so ein bisschen osmanisches Feeling auf jeden Fall. Ich habe mir hier einen Chai bestellt, kostet 25 Lira. Ich weiß nicht, was das ist. 50 Cent, 1 Euro, maximal 1 Euro und eine Shisha bestellt. Ihr wisst ja, in Oman waren Sebastian und ich unterwegs. Grüße gehen raus, er guckt gerade auch die Serie. Und wir haben keine Shishas gefunden. Und hier in der Türkei, natürlich, muss ich mir das auf jeden Fall auch gönnen. Und ich komme nicht klar, wie süß die Katze ist. Ich will jetzt nicht stören in ihrem Schlaf, aber ach Gott, herzerwärmend. Ich muss eigentlich immer eine Dose Thunfisch am Start haben, um die Kiddies hier noch zu füttern. Wobei, die werden gut behandelt hier auf der Straße. Man muss sagen, alle Shopbesitzer und alle Besitzer hier oder alle Einwohner hier in der Türkei pflegen ihre Straßenhunde und auch die Katzen. Und die werden hier auch gechippt und so ein Kram. Also da wird sehr viel Acht drauf gegeben auf jeden Fall auf die Vierbeiner. Süß. Wir fahren jetzt noch kurz auf die Shisha und ja, danach geht's auf jeden Fall noch was zu essen. Ja. Schaut euch mal dieses wunderschöne Setup hier an. Wir haben türkischen Tee, wir haben eine Shisha-Wasserpfeife mit Apfelgeschmack. Ich glaube, türkischer kann man eine kleine Pause nicht genießen. Ich finde es richtig cool hier auch mit dem Gestell, dass das hier so sehr bequem ist. Ziemlich chillig. Dann haben wir hier noch Kitty Cat. Ich weiß nicht, ob ihr seht, aber die ist so klein.
Meine Hand ist wirklich so viel größer als sie. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera so rüber. Auf jeden Fall sehr süß, die Kleine. Oh Gott. Und ich genieße jetzt meine kleine Pause mit Tee und saug einfach hier Istanbul bei Nacht auf. Schau mir an, wie die Leute hier auf der Straße vorbeilaufen. Und einfach Orient-Feelings, Leute. Ich fühle mich hier fast wie Marco Polo. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch einen kleinen Efes und trinken noch ein Bierchen mit Erhan und gucken, ob er noch einen Fisch gefangen hat. Still here, Erhan. How are you? you catch some fish? What is it here? Can I take a look? Oh, opa, let's see. No. Not here. Here. Ah. Your brother went away. Seaside. Oh, really? You want? I brought you some. No, I am full. You're full already? Okay. Brother got a big one. Salınmaz ya. Ölür mü? Ölür mü? Ölür ama. Ölür ama. Onda bir kişi. Bir kişi doyar onda ya. Some action going on. Nice. Başkan onda. Der Bruder hier vorne, der hat auf gar nichts geangelt. Null. Einfach nur Haken. Schaut euch mal an. Blanker Haken. Und hat einfach gerade den größten Fisch rausgeholt. What the hell is going on? Und hier Erhan, der hat hier Shrimps, Fisch, Fisch, everything. Und hat nur die kleinen Dinger. Das ist echt geil, ey. So Leute, während Erhan und die neuen Köder drauf zieht. Gibt es hier auch Leute, die haben hier so Shops. Schau ich das mal an. What we have here? Ah. Hello. Hello. Look, you have everything for fishing. This is what you got today? Yeah, okay. You catch? Good catch. Good. What's your biggest here? Oh. Big Boss. Big Boss. Nice. What was your biggest catch? Like a kilo? Kilo? Yeah. Tomorrow. Tomorrow? No, what was your biggest catch? No. 1 kilo? Kilo. Kilo? One kilo? 2 kilo? Okay. Okay. Nice. Now we got some knives, hooks, everything. Making good business, this guy. Hier haben wir sogar Köder. Schau mal her, er hatte sogar Shrimps. Sardinen, alles mögliche, der Typ. Einfach Shop auf der Brücke aufgemacht. Legit, geht richtig ab. Patrick, Hesse, Hesse, Fisch, oh, really, big, big fish. Oh, oh, come on. Come on, it's a big fish. Oh, go, go, go. Big, full. Oh, it's really big fish. Yes. Oh. Hoppala. Let me get it. Oh. Biggest fish? It's a really big fish. Oh. Let's see. Wow. Beautiful, huh? Yeah. Let's see. Congratulations. Thank you so much. Teşekkürler. So Freunde, ich glaube, das war ein guter Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Meine Kamera ist übrigens schon komplett Game Over. Batterie ist am Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Eigentlich wollten wir ja so ein bisschen Kebab-Hunt machen, ne? Ein bisschen den besten Kebab abchecken. Aber Batterie ist am Ende. Wir haben 22 Uhr. Vielleicht
Mit ein bisschen Glück werden wir gleich nochmal ein weiteres Video filmen. Ich muss mich kurz umziehen, weil es doch ein bisschen frisch geworden und ich habe auch schon ein bisschen Hunger. Also vielleicht habt ihr Glück und es gibt gleich noch ein Video. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr hattet Spaß. Waren auf jeden Fall coole Interaktionen. Wir haben Erhan kennengelernt. Übrigens, der Fischdöner war gar nicht mal so schlecht. Mir geht's immer noch gut. Also Empfehlung, war doch nicht so schlecht, wie er gesagt hatte. Und ja, ich ziehe mich kurz um und dann hole ich mir einen Döner. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video und da werdet ihr selber erfahren, was wir machen werden. Haut rein, ciao.